Hallo, Entschuldigung, ich heiße Anselm. Ich verteile christliche Flyer hier in der Gegend. Ich bin nicht von den Zeugen Jehovas oder so, keine Angst. Okay. Kurze Frage, bist du Christ? Glaubst du an irgendwas? Oh, ja, ich bin evangelisch, ich bin getauft. Evangelisch, super, okay, ja. Und viel wichtiger als zur Kirche zu gehen. Ich denke, du gehst manchmal zur Kirche vielleicht, ne? Manchmal, ja. Aber wichtiger als das, angenommen du würdest heute sterben, bist du dir zu 100% sicher, dass du in den Himmel kommst? Oh, gute Frage. Ja, ich komme in den Himmel, richtig. Ja. Okay. Schön, und was gibt dir da so die Sicherheit? Was würdest du sagen? Ich bin ein guter Mensch. Ich gehe in die Kirche. Okay. Ich bete, ich lese meine Bibel. Ja, ich denke, dass ich Gott würde mich in die Hölle schicken. Okay. Ich bin gut genug. Ja. Ja, also die Bibel sagt ein bisschen was anderes. Und wenn du ein paar Minuten Zeit hast, würde ich dir dann zeigen, was die Bibel sagt, wie du in den Himmel kommst. Okay. Ja, dauert nicht lange. Und zwar lesen wir hier in Römer Kapitel 3, Vers 10. Guck mal, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Also es ist keiner gerecht, niemand macht alles richtig, sagt die Bibel. Ne? Ich bin nicht gerecht, du bist nicht gerecht. Wir sind alle Sünder vor Gott. Und hier steht auch, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Also das heißt, ich habe gesündigt, du hast gesündigt. Wir haben alle schon mal Gottes Gesetze gebrochen, nicht wahr? Richtig. Ja. Ja, du hast schon mal gelogen vielleicht. Ja. Ich habe schon mal gelogen. Ja. Also jeder Mensch ist ein Sünder, nicht wahr? Das ist erstmal logisch. Aber Gott ist ein gerechter Gott, das heißt, es wird eine Konsequenz, es wird eine Strafe für Sünde geben. Ja. Und hier steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Also der Lohn, was ich mir verdiene für meine Sünde, das betrifft ja jeden Menschen, das ist der Tod. Ne? Okay. Und wir sterben alle irgendwann mal, aber worum es hier geht, ist eigentlich die Hölle. Okay. Also wir sind alle Sünder, ich bin Sünder, du bist Sünder. Und die Bibel sagt, dass wir für unsere Sünde die Hölle verdient haben. Das ist eine ziemlich schlechte Nachricht, nicht wahr? Und als Menschen aber vergleichen wir uns manchmal so und denken, okay, ich bin nicht so schlecht wie die anderen, ich komme nicht in die Hölle. Irgendwie, ich bin nicht Hitler, ich bin nicht Stalin. Oder wenn ich mich mit dem da vergleiche oder so, dann stehe ich vielleicht besser da. Ja. Aber Gott hat andere Maßstäbe. Weil guck mal, hier steht in Offenbarung 21, Vers 8. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Okay. Also der See, der von Feuer und Schwefel brennt, das ist die Hölle. Und hier werden ziemlich schlimme Leute aufgezählt, hier werden Mörder aufgezählt, Unzüchtige. Richtig. Wir sind vielleicht keine Mörder. Ne? Wir sehen auch nicht aus wie Zauberer. Mhm. Aber wir haben schon mal gelogen. Die Bibel sagt auch, vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Ne? Also ich habe schon mal gelogen, du sicherlich auch. Ne? Meintest du das schon? Ja. Ja, klar. Hat jeder schon mal. Aber hier, guck mal, hier steht, und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Mhm. Guck mal, jeder Mensch ist ein Lügner. Das heißt ja, dass jeder Mensch die Hölle verdient hat. Genau, ja. Aber es wäre jetzt Quatsch, wenn ich einfach nur zu dir komme und sage, okay, du kommst zur Hölle und tschüss. Ja. Das hast bestimmt schon mal gehört davon, dass Gott uns liebt, nicht wahr? Richtig, ja. Ja. Ich habe das gehört. Und das stimmt auch. Gott liebt uns und er möchte nicht, dass wir zur Hölle kommen. Das ist zwar das, was wir verdient haben für unsere Sünde, dass wir in die Hölle kommen, aber Gott möchte uns eine Chance geben, in den Himmel zu kommen. Ja. Und guck mal, die gute Nachricht ist, dass Gott uns eben liebt. Hier steht, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Okay. Das ist Römer 5, Vers 8, genau. Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also Jesus Christus ist für uns gestorben, nicht weil wir so toll sind, sondern weil wir Sünder sind und er uns retten möchte vor der Hölle. Ja. Und Gott hat ein Geschenk für dich, tatsächlich. Hier steht, den ersten Teil hatten wir schon von dem Vers, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes, also das Geschenk Gottes, könnte man sagen, ist okay. Das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Okay. Also, Gott hat ein Geschenk für dich und das ist ewiges Leben. Das bedeutet, in den Himmel zu kommen, ja. Nicht in die Hölle zu kommen, mit Gott ewig zu leben. Und Gott möchte dir ewiges Leben schenken. Und ein Geschenk, das ist kostenlos, nicht wahr? Ja, ja. Ja, wir haben Weihnachten gefeiert, du hast Geschenke bekommen, ich auch. Und du hast nichts dafür bezahlt, nicht wahr? Ja, wirklich nicht. Okay, also wenn ich dir zum Geburtstag oder zu Weihnachten eben die Bibel schenke und sage, jetzt will ich einen Euro dafür haben. Ist das dann ein Geschenk? Nee, das ist ein Tausch. Ja, das ist ein Verkauf. Ein Verkauf, ja. Ja. Oder wenn ich sage, du musst dafür irgendwie in meinem Garten Rasen mähen oder so. Das ist nicht kostenlos. Das wäre nicht kostenlos, das wäre kein Geschenk mehr. Ne? Und so ist es auch mit dem ewigen Leben. Wenn du was dafür bezahlen müsstest, wäre es kein Geschenk mehr. Ja, richtig. Ne? Ja. Das ist ein Geschenk, also du kannst nichts dafür bezahlen. Und guck mal, hier steht's. In Epheser 2, Vers 8 bis 9 ist das. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Hm.
Also, weißt du, du meintest eingangs, ja, du bist ein guter Mensch, du versuchst die 10 Gebote zu halten. Ich meine, das ist gut, die 10 Gebote halten zu wollen. Das ist nichts Schlechtes. Aber dadurch kommst du nicht in den Himmel. Die Bibel sagt, dass wir gerettet werden, also in den Himmel kommen, hier, nicht aus euch. Ja, Gottes Gabe ist es. Es ist Gottes Geschenk, das ewige Leben. Und hier steht, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir kommen also nicht durch unsere guten Taten, durch unsere guten Werke in den Himmel. Weil guck mal, wenn du die 10 Gebote halten müsstest, um in den Himmel zu kommen, schaffst du das irgendwann, dass du alle hältst und nicht sündigst? Nee. Nee, du wirst immer irgendwie was falsch machen. Jeder macht was falsch in seinem Leben. Wir werden alle Gottes Gesetze früher oder später brechen. Und deswegen ist es eben ein Geschenk, das ewige Leben. Es ist Gottes Gabe, es ist nicht aus Werken. Also wir müssen keine einzigen guten Werke dafür tun, um ewiges Leben zu bekommen. Wir müssen nichts dafür bezahlen, sonst wäre es kein Geschenk mehr, oder? Macht das Sinn soweit? Ja, macht Sinn. Macht Sinn, okay. Und guck mal, trotzdem muss jemand für das Geschenk bezahlt haben. Ich bin in den Laden gegangen, habe die Bibel gekauft, will sie dir schenken. Du bezahlst nichts dafür, ich habe dafür bezahlt. Richtig. Also jemand muss für das Geschenk bezahlen. Jetzt ist die Frage, wer hat für das Geschenk des ewigen Lebens bezahlt? Okay. Was denkst du? Hast du eine Idee? Jesus? Ja, Jesus, klar. Du hast schon mal gehört, Jesus ist für uns gestorben. Ne? Ja, also, habe ich das gehört, ja. Aber, Und du hast bestimmt schon mal den bekanntesten Vers der Bibel gehört, das ist Johannes 3, Vers 16. Kennt eigentlich fast jeder, würde ich sagen. Okay. Und in Johannes 3, Vers 16, da steht: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Gott hat so sehr die Welt geliebt, er hat dich geliebt, hat mich geliebt, hat die ganze Welt geliebt, dass er Jesus Christus gab, seinen eingeborenen Sohn. Und wer ist Jesus? Gottes Sohn, ja. Er gab seinen eingeborenen Sohn, ja. Und die Bibel sagt aber auch, dass Jesus Gott selbst ist. Okay. Du hast vielleicht schon mal gehört, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und richtig. Da sagt die Bibel, diese drei sind eins. Dreieinigkeit, genau. Es ist ein Gott in drei Personen. Also Jesus ist Gott und Gottes Sohn. Und Jesus kam hier auf diese Erde, in Fleisch und Blut, in menschlicher Gestalt wie wir. Ja. Und Jesus hat hier ein perfektes Leben gelebt. Das heißt, Jesus hat das geschafft als Mensch, was wir nicht schaffen, nie zu sündigen. Ja. Die Bibel sagt auch, dass in seinem Mund kein Betrug gefunden wurde. Er hat nie gelogen, im Gegensatz zu uns. Und was hat Jesus gemacht? Er hat Kranke geheilt, hat Wunder getan, ja, hat Gutes getan, hat das Evangelium verkündigt und hat die Wahrheit gesagt. Wenn Menschen die Wahrheit sagen, werden sie manchmal dafür gehasst. Es gefällt nicht jedem, wenn man ihnen die Wahrheit sagt. Nicht ja. Was haben sie mit Jesus gemacht? Getötet, oder? Sie haben ihn gekreuzigt, ja, genau. Ja. Ja, und noch viel schlimmer andere Sachen haben sie mit ihm gemacht. Sie haben ihn gehasst, sie haben ihn angespuckt, ausgepeitscht und letzten Endes gekreuzigt. Und als er an dem Kreuz hing, sagt die Bibel, in 1. Petrus 2, Vers 24, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Okay. Also als Jesus da an dem Kreuz hing, da war es so, als hätte er alle meine Sünden begangen, alle deine Sünden, die Sünden der ganzen Welt. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen. Das heißt, Jesus hat für unsere Sünden bezahlt, an unserer Stelle, hat für das Geschenk bezahlt, dass wir in den Himmel kommen können, für ewiges Leben. Er hat für unsere Sünden bezahlt. Und er war 3 Tage und 3 Nächte lang in der Hölle, sagt die Bibel, hat auch die Hölle für uns erlitten. Und was ist geschehen am 3. Tag? Das feiern wir zu Ostern. Er ist auferstanden von den Toten, nicht wahr? Ja, richtig. Ja, Auferstehung. Genau. Ostern. Ja, er ist auferstanden von den Toten. Und guck mal, es wäre sinnlos, an Jesus zu glauben, wenn er jetzt immer noch tot wäre. Ja. Es würde keinen Sinn machen, auf jemanden zu vertrauen, der immer noch tot ist. Richtig, ja. Aber die Bibel sagt, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Er hat den Tod besiegt. Der Tod konnte ihn nicht halten, sagt die Bibel. Und er ist leibhaftig auferstanden mit seinem Körper. Und ist jetzt aufgefahren zum Vater, sitzt zur Rechten des Vaters im Himmel, sagt die Bibel. Und dadurch, dass Jesus eben für uns am Kreuz gestorben ist, dadurch, dass er in der Hölle war, dass er auferstanden ist von den Toten, hat er für uns bezahlt, ja, dass wir in den Himmel kommen können. Und hier steht, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Guck mal, der Fakt, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist, dass er für unsere Sünden bezahlt hat, dass also Gott selbst für uns bezahlt hat, dass er seinen eigenen Sohn geopfert hat, dieser Fakt bedeutet noch lange nicht, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Es gibt ja trotzdem die Hölle. Richtig. Also es muss ja irgendeine Voraussetzung geben, dass du in den Himmel kommst. Mhm. Und das steht hier. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Also wer geht nicht verloren? Das ist jeder, der an ihn glaubt, der an Jesus glaubt. Der geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Richtig? Macht Sinn? Macht Sinn, ja. Und es hatte mal jemand, meiner Meinung nach, die wichtigste Frage in der Bibel. Das steht in Apostelgeschichte 16.
Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Einfach glauben. Also einfach Glaube, genau, so wie es hier steht. Sie fragen, was muss ich tun, dass ich gerettet werde, dass ich in den Himmel komme? Und was sagen sie zu ihm? Glaube an den Herrn Jesus Christus. Sie sagen nicht, geh zur Kirche und lass dich taufen. Okay. Oder kehre von deinen Sünden um, lebe ein besseres Leben. Es ist einfach nur, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Ja. Aber es ist sehr einfach, klingt einfach. Das ist einfach, ja, genau. Weil es einfach... Aber kann ich tun, was ich will? Kann ich leben, wie ich will? Einfach glauben und betrunken werden, Drogen machen. Okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Aber die Frage würde ich vielleicht später beantworten. Okay. Was ich dir erstmal zeigen möchte, ist, dass du nur glauben musst an Jesus, um in den Himmel zu kommen. Okay. Dass das die einzige Voraussetzung ist. Okay. Weil sie sagen nichts weiter als Glaube an den Herrn Jesus Christus. Okay. Oder in Johannes 3, Vers 16, was ich dir gezeigt habe, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Hm. Nicht wahr? Das ist einfach. Und guck mal, wenn ich dein Chef wäre und dir sagen würde, ich gebe dir jetzt die und die Aufgabe, ich glaube an dich, dann sage ich damit, ich vertraue dir, dass du die Aufgabe ausführst, nicht wahr? Richtig, ja. Also an Jesus zu glauben, das bedeutet, ihm zu vertrauen. Nicht zu 10% auf dich und zu 90% auf Jesus, weil dann würdest du zu 10% auf einen Lügner vertrauen, weil wir Menschen Lügner sind. Ja. Ich kann mir selbst nicht zu 100% vertrauen, auch nicht zu 10%, ja. Sondern du musst zu 100% Jesus vertrauen, zu 100% auf das vertrauen, was Jesus für dich getan hat, dass er für dich gestorben ist am Kreuz, für deine Sünden bezahlt hat, dass Gott für dich bezahlt hat, dass du in den Himmel kommen kannst. Ja. Macht das Sinn? Also auf Jesus vertrauen, nicht auf dich selbst. Jesus vertrauen, ja, das macht Sinn, ja. Und hier in Epheser 2, Vers 8 bis 9, den Vers hatte ich dir schon gezeigt. Aber nur nochmal so als Wiederholung. Okay. Da steht, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Also wieder, da haben wir es. Wie werden wir gerettet? Durch den Glauben. Durch den Glauben, ja. Ja. Und das nicht aus euch. Das ist nicht aus uns, dass wir irgendwas Gutes tun. Ja. Gottes Gabe ist es. Also es ist Gottes Geschenk. Ja. Und nicht aus Werken. Und wenn Jesus dir ewiges Leben schenkt, wie lange dauert das? Ewiges Leben. Ja. Ich weiß das. Na, wie lange dauert ewig? Das ist einfach ohne Ende, nicht wahr? Unendlich, keine Ende. Unendlich, genau. Ja, ja. Richtig. Und für immer. Ja, für immer einfach, genau. Und guck mal, wenn du ewiges Leben von Jesus bekommst, okay, dann später in deinem Leben irgendwie eine schlimme Sünde begehst, irgendwie einen Diebstahl oder sowas, ja, und Jesus dir das ewige Leben wieder wegnehmen würde, war es dann ewig? Eigentlich nicht. Dann hätte es wieder ein Ende gehabt, dann war es nicht ewig, ne? Ja, das ist nicht ewig. Aber guck mal, dann hätte Gott gelogen, weil er hat dir ewiges Leben versprochen, wenn du an ihn glaubst. Ja. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Also wenn es dann wieder aufhört, dann hätte Gott gelogen. Ja. Aber die Bibel sagt, guck mal, das ist hier in Titus 1, Vers 2. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Also Gott kann nicht lügen. Ja. Ja. Was ich dir damit sagen will, ist, wenn du einmal ewiges Leben hast, dann kannst du es nicht verlieren. Nee. Gott wird es dir nicht wegnehmen. Macht Sinn? Macht Sinn, ja. Und du hattest diese Frage, okay, kann ich dann leben, wie ich will? Ja. So. Und das ist wie mit einem Vater und seinem Sohn. Wenn der Sohn sich streitet mit seinem Vater, gibt es vielleicht eine Strafe. Ja. Wenn er dumme Sachen macht, ja, kann es eine Strafe geben. Aber er wird immer der Sohn seines Vaters bleiben, nicht wahr? Ja. Auch wenn sie eine schlechte Beziehung haben, werden sie zumindest rein genetisch immer noch verwandt sein. Okay. Daran kann man nie etwas ändern. Also wenn ich als Christ, ich glaube schon an Jesus, ich hab ewiges Leben, wenn ich als Christ jetzt hier in dieser Welt so lebe, wie Gott das nicht will, wie mein Vater im Himmel das nicht will, und was weiß ich, andauernd lüge, irgendwo einbreche vielleicht sogar, oder was auch immer, dann wird es eine Strafe hier auf der Erde geben. Gott kann sicherstellen, dass ich ins Gefängnis komme, dass schlimme Dinge mit mir passieren auf der Erde. Aber, ja, guck mal, ich habe an Jesus geglaubt. Ich habe ewiges Leben. Also komme ich in die Hölle oder in den Himmel? Ja, okay. Ich komme in den Himmel, weil ich an Jesus geglaubt habe, nicht wahr? Die Strafe bekomme ich in dieser Welt, sagt sie. Genau, du bekommst eine Strafe in dieser Welt, in diesem Leben auf der Erde, aber du kommst in den Himmel. Ja, das macht Sinn. Ja. Ja? Und egal, was du hier tust auf der Erde, wenn du an Jesus geglaubt hast, dann hast du ewiges Leben. Du kannst es nie wieder verlieren. Es ist ewig. Oder was wäre das für ein Geschenk? Anderes Beispiel. Wenn ich dir die Bibel jetzt schenke, dann streiten wir uns später. Ich komme zu dir und nehme sie dir weg. Ey, du bist nicht mehr mein Freund, nehme ich dir weg. Das ist doch kein Geschenk, oder? Nee. Also wenn du einmal ein Geschenk hast, dann hast du das, ne? Richtig. Und ewiges Leben zu bekommen, das ist einfach. Du musst an Jesus glauben, das habe ich dir schon gezeigt, ne? Und in dem Moment, das ist kein Prozess, sondern das ist einmalig, in dem Moment bekommst du ewiges Leben.
Und jetzt möchte ich dir den letzten Vers zeigen. Das steht hier in Römer, Kapitel 10. Okay. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also mit dem Herzen glaubt man, du musst in deinem Herzen glauben, dass Jesus für dich gestorben ist und auferstanden ist von den Toten. Du musst ihm vertrauen zu 100%. Und dann sagt die Bibel, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also das kannst du so machen, indem du einfach Jesus darum bittest. Bitte schenk mir ewiges Leben. Ich glaube an dich, Jesus. Ich vertraue auf dich. Okay. Wenn ich hier ein Geschenk habe, ja, und dir sage, ich habe ein Geschenk für dich. Möchtest du das haben? Dann würdest du wahrscheinlich darum bitten, ne, wenn du das haben möchtest. Ja, richtig. Genau, ja. Genau. Und guck mal, wenn Jesus jetzt hier steht und ihn fragen würdest, ob er dir ewiges Leben schenkt, würde er es dir schenken? Ja, würde es schenken, ja. Ne, weil die Bibel sagt ja, jeder, der an ihn glaubt, ne, oder mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Okay. Du musst Jesus glauben, ihm vertrauen und ihn darum bitten, dass er dir ewiges Leben schenkt. Und Frage, glaubst du an Jesus? Ja, ja. Glaubst du, dass er gestorben ist für dich? Ja, er ist für mich gestorben. Okay. Glaubst du, dass er von den Toten auferstanden ist? Ja. Und glaubst du, dass du ein Sünder bist? Ja, natürlich. Ja. Ich meine, jeder hat gesündigt, ja. Ich bin auch ein Sünder. Ne? Ja. Und die Bibel sagt, dass wir eben für die Sünde, dafür, dass wir Sünder sind, die Hölle verdient haben. Mhm, genau. Ja. Aber Jesus möchte dir ewiges Leben schenken. Er möchte dich retten. Was musst du tun, um in den Himmel zu kommen? Einfach an Jesus glauben. An Jesus glauben, okay. Musst du sonst irgendwas tun? Nee, es ist einfach nur Glaube, genau. Und wenn du ewiges Leben hast, kannst du es dann irgendwann wieder verlieren? Nee. Weil es ist ewig. Es hört niemals auf, ne? Es war ein Geschenk. Genau. Und ich würde jetzt gerne mit dir einfach zusammen beten, wenn das für dich in Ordnung ist. Ich kann dir dabei helfen, ein Gebet zu formulieren, dass du Jesus darum bittest, dass er dir ewiges Leben schenkt. Sofort jetzt? Ja. Okay, warum nicht? Okay, dann lass uns einfach zusammen beten. Okay. Es geht nicht um die bloßen Worte, sondern darum, dass du in deinem Herzen das zu Jesus betest und ihn darum bittest, schenk mir ewiges Leben, ich vertraue auf dich. Okay. Du kannst mir gerne nachsprechen, lass uns beten. Herr Jesus. Herr Jesus. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Und dass ich die Hölle dafür verdient habe. Und dass ich die Hölle dafür verdient habe. Aber ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Dass du für mich gestorben. Dass du für mich gestorben bist. Und auferstanden bist. Und auferstanden bist. Bitte schenk mir jetzt ewiges Leben. Bitte schenk mir jetzt ewiges Leben. Und nimm mich in den Himmel auf, wenn ich sterbe. Nimm mich bitte in den Himmel auf, wenn ich sterbe. Ich vertraue allein auf dich, Jesus. Ich vertraue allein auf dich, Jesus. Amen. Amen. Okay, super. Und darf ich fragen, wie du heißt? Moses. Moses, okay. Und Moses, wenn wir uns nie wiedersehen in diesem Leben, wo sehen wir uns wieder? In Ewigkeit, im Himmel. Im Himmel, ja, okay. Freut mich. Okay, ja.